Also wir haben jetzt seit circa 2 Wochen neue Teppiche. Das ist von der Firma Vintage Carpets. Die sind handgeknüpft. Das sind Perserteppiche, sind zwischen 20 bis 60 Jahre alt. Die werden da neu aufbereitet und neu koloriert. Ich möchte euch mal einfach zeigen, wie cool das eigentlich zu Designermöbel aussieht. Dann kommt mal mit. Hier sieht man zum Beispiel ganz cool, dass man so ein, also das nennt man so ein Retro-Style. Der Teppich ist einfach nochmal neu überkoloriert worden und das macht ihn einfach so ein bisschen gebraucht, aber auch interessant. Jeder Vintage-Carpet ist ja auch ein Unikat und wir haben das jetzt hier mal so in das Roomset mit eingebracht, dass man sieht, dass man auch ein modernes USM-Haller dazu hinstellen kann, moderne Sessel, die jetzt farblich passen. Oder einfach mal ein schlichtes, geradliniges Sofa. Hier nochmal für jemand, der es einfach ein bisschen knallig möchte, haben wir auch was in Pink da. Und wie ihr seht, haben wir jetzt das auch wieder kombiniert mit etwas Klassischem, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen. Trotz allem macht natürlich auch jetzt der Glastisch, fällt der Teppich auf. Und wenn man jetzt eine Räumlichkeit hat, die so Ton in Ton ist, wie jetzt hier zum Beispiel graue Wand, grauer Boden, wirkt es eigentlich ganz cool, wenn der Teppich einfach ein bisschen auffällt. Hier nochmal so Ton in Ton Geschichte. Auch wieder zu beige. Man kann auch jetzt ein graues Sofa dazu hinstellen. Das Gute an den Teppichen ist, je länger man hinschaut, umso mehr Farbe erkennt man. Und das sieht man eigentlich ganz cool an diesem Teppich da hinten. Also da sieht man jetzt zum Beispiel ganz cool, wie viel Farbe dieser Teppich eigentlich drin hat. Und man kann da wirklich individuell einfach auch das Möbel dazu reinstellen. Man könnte jetzt auch ein blaues Sofa hinstellen, man könnte auch ein rosanes Sofa dazu hinstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, auch ein rotes oder einfach ein weißes wäre auch ganz cool, wenn man es einfach ein bisschen ruhiger und klassischer haben möchte.